Herzlich willkommen zu Super Nachrichten. Warum die Nachrichten so super sind? Wir haben ein besonderes Thema für Sie, und zwar Pimp Your Town. Pimp Your Town ist ein Planspiel, wobei Kinder und Jugendlichen Lust auf Demokratie gemacht wird. Die Kinder und Jugendlichen schlüpfen dabei in der Rolle von Kommunalpolitikern. Was wollen die Kinder in der Stadt verändern und was denkt der Bürgermeister darüber? Was ich verändern wollen würde, also eine ganze Menge. Ich habe ganz viele Ideen. Ganz klar die Digitalisierung, also vielmehr den Fokus legen auf Digitalisierung, auf gut ausgestattete Schulen in dem Bereich, und weil das die Zukunft ist. Ja, dafür bin ich als Bürgermeister angetreten, weil ich, wie gesagt, ganz viele Ideen habe, und ich glaube, dann können wir zusammen was Gutes bewegen für unsere Stadt. Welche Chance sehen Sie in dem Projekt für Kinder? Eine große Chance, wie gesagt, weil es sehr wichtig ist, dass Kinder mitmachen, dass ihr mitmacht. Weil, wie gesagt, nur so kann auch ein Zusammenleben funktionieren. Wir leben in einer Demokratie, und das ist wichtig, dass mitgestaltet wird, also nicht nur gemeckert wird, sondern auch mitgemacht und mitgestaltet wird. Von daher kann man nicht früh genug damit anfangen, wie gesagt, um euch zu begeistern, auch in der Politik und am Leben auch richtig effektiv mitzumachen. Wir brauchen junge Leute, die sich engagieren, die mitmachen, und da ist Pimp Your Town ein tolles Ding. Danke an den Bürgermeister für dieses gute Interview. Jetzt kommen die Kommunalpolitiker. Was halten Sie von dem Projekt Pimp Your Town? Ich finde es sehr gut, dass man den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich auch mal mit der Problematik Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse, Umsetzung, Diskussion und so weiter beschäftigt. Ich finde das sehr gut, weil Kinder sind die Zukunft, und Kinder sind sehr wichtig, und Kinder sind ja die zukünftigen Erwachsenen, die die Geschicke der Stadt lenken. Also ich finde total toll, dass es dieses Projekt gibt und dass hier in Rathenow jetzt wieder ihr da wart und die Möglichkeit uns gegeben habt und den Schülerinnen und Schülern der Weinberg-Grundschule hier sowas durchzuführen. Ja, es gibt sehr viele Punkte, die wir verändern müssen. Wichtig ist, dass wir die Jugend ranziehen, dass die Jugend mitmacht und dass wir für die Jugend mehr tun, damit die nächste Generation hier gerne in dieser Stadt lebt. Welche Chance sehen Sie in dem Projekt für die Kinder? Für die Kinder ist es eine große Chance, dass Ideen, die von den Kindern kommen, das sind ja alles frische Ideen, weil sie alle noch schön jung sind, und hier die Internetgeneration, die jetzt ranwächst, anders über manche Sachen denkt als wir oder ich. Es sind sehr viele interessante Sachen dabei, wo ich mich darüber gefreut habe, zum Beispiel die Frage elektronische Mülleimer bzw. Papierkörper. Aber auch Themen wie zum Beispiel das Frauenhaus oder die Flüchtlingshilfe für die ukrainischen Flüchtlinge, also auch wirklich sehr weitgehende, tiefgehende und wichtige Themen, die hier besprochen wurden. Finde ich echt klasse. Tolle Ideen, die wir dann gemeinsam verwirklichen möchten. Ich fand es echt toll, wie die jungen Menschen das hier heute gemacht haben. Also auch von den Argumenten muss ich sagen, echt toll, toll ausgetauscht, pro, contra, super gemacht. Danke an die Kommunalpolitiker, jetzt kommen Lehrer und Schüler. Ich finde die Idee super, dass die Kinder mal lernen, ein bisschen mit der Politik in Kontakt zu kommen und zu merken, ich kann etwas mitbestimmen. Ich finde, es ist eine richtig tolle Idee, Schüler und Jugendliche an das Thema Politik hinanzuführen. Was würden Sie in der Stadt verändern? Wenn ich könnte, würde ich die Digitalisierung der Schulen noch weiter ausbauen. Ich würde auch die Vorschläge, die schon mal gekommen sind, mit der Sauberkeit in der Stadt noch mal ein bisschen favorisieren. Ich glaube, dass das eine ganz tolle Chance für euch ist, dadurch, dass ihr eben alle politischen Gremien, die hier in der Stadt sind, kennenlernt und dadurch auch versteht, wie Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht auch später, wenn es darum geht, dass man wählen gehen kann, dass die Kinder merken, meine Stimme bewirkt etwas. Ich kann mitbestimmen und ich bin nicht nur irgendein Kind, was nichts zu sagen hat. Wie findest du das Projekt Pimp Your Town? Sehr schön. Ich finde es echt cool, und es macht mir auch sehr viel Spaß. Ich finde es sehr gut, weil dann können wir als Kinder auch unsere Meinungsfreiheit geben. Ich finde es ganz gut, dass Kinder auch mal in die Rolle schlüpfen können, über die Stadt entscheiden zu können. Wie findest du es, in einer Rolle von einem Politiker zu sein? Es macht mir sehr Spaß. Ich finde es sehr interessant. Ich wollte schon immer mal wissen, was Politiker alles so machen. Ich finde es sehr anstrengend, weil man sich sehr viel drum kümmern muss, um die Anträge. Gar nicht so schlecht. Man kann viel bestimmen und was man gerne in der Stadt verändern möchte. Was habt ihr bisher gemacht?
Also wir sind jetzt gerade sozusagen im Ausschlussverfahren, wo wir auch abstimmen, was wir noch mit reinnehmen wollen und diskutieren drüber, was uns gefällt oder daran nicht gefällt oder was wir daran ändern könnten. Wir machen noch Fotos und wir haben bisher auch schon Fotos gemacht. Was hast du Neues gelernt? Dass man seine Meinungsfreiheit geben darf. Wurde dein Interesse für Politik geweckt? Ja. Würdest du das Projekt nochmal machen? Ja, sehr gerne. Es macht mir, wie schon gesagt, viel Spaß und Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.